So, Freunde, ich bin hier mit Norman Wilde auf der Deutschen Meisterschaft 2014. Wir sind gerade, ich glaube, die Top 16 fangen direkt demnächst an. Norman hat es in die Top 32 mit einem sehr innovativen Deck geschafft. Norman, was hast du denn gespielt? Ich habe Frosch mit Leichen gespielt, mit Händen als Ausgleich. Sehr gut. Dann zeig uns doch als erstes mal das Main Deck. Das sind drei Swap Frog und drei Tribal mit einer Ronin-Kröte als Tributmaterial für die Monster. Drei Kaios, drei Razor und zwei Möbius. Möbius, der Megamonarch. Genau. Gute Karte. Erklär mal ganz kurz, wie du auf den Möbius gekommen bist, beziehungsweise was der genau in deinem Deck für Vorteile bietet. Ja, also man spielt halt relativ viele Tribut-Support-Karten, also das heißt Ronin-Kröte, Soul Exchange, Enemy Controller. Und deswegen hat man früher halt auch Light and Darkness Dragon gespielt, aber der ist heutzutage nicht mehr so gut, weil es viele Karten gibt, die halt über die Kette gehen und den dann negieren. Und Möbius sagt halt, ich nehme dir gleich alles weg. Das heißt, ein Möbius, wenn ein Wassermonster tributet wurde, wenn eins dabei war, das heißt Baumfrosch und ein Monster vom Gegner oder irgendein zweites Monster, dann kann er die drei gezielten Karten nicht unchainen und die werden dann ist einfach Flederwisch für den Gegner. Das ist sehr solide. Genau, das heißt, er nimmt den Gegner erstmal alles weg. Aller Haftbefehl. Ich nehme dir alles weg. Genau. Und weil wir auf einer deutschen Meisterschaft spielen, haben wir noch LADD reingenommen, weil man da immer gegen irgendwelche Eierdecks spielt, da kann man immer nochmal LADD rauspacken. Und viele, man muss auch wissen, viele wissen gar nicht, dass LADD nicht über die Kette negieren kann, also nur das erste Kettenglied negieren kann. So habe ich auch mein Spiel in Top 64 gewonnen, weil mein Gegner das nicht wusste. Das ist immer das Prinzip Mirror Force. Immer mit der Dummheit der Menschen rechnen und solche guten Karten integrieren. Finde ich toll. Gut. Super. Dann geht's weiter. Nehmen wir mal die Tribute hier weg. Zack. Ja, Sandtraps, dann zum Schluss ein Gauss, drei Fader. Das Gute ist halt auch, die Fader sind immer ein Stück besser geworden, als die Karte hier rauskam. Das heißt, man kann normalerweise Fader immer ein minus 1, wenn man den nicht gleichzeitig tributet, also Baumfrosch und einen Monarchen dazu, ansonsten macht es keinen Sinn, den Fader zu tributen. Und so kann man halt mit Baumfrosch-Fader die bauen, und die ist halt gegen die meisten Decks außer Artefakt. Also wenn Artefakt, muss den Morotech haben, ansonsten bekommt Artefakt den auch nicht weg. Genau, die liegt einfach erstmal rum und bunkert, bis man alles hat. Genau. Dann noch zwei Max-C. Wie gesagt, großes Turnier, Metagame nicht einschätzbar. Max-C ist nicht so Bombe gegen die meisten Decks, aber gegen halt so Eier-Decks wie Mermail, Infernity, Dragon. Und Magidolche, Dragon kann man die schon machen, aber wie gesagt, also in diesem Metagame wird quasi alles gespielt und zur Absicherung ist die drin. Wähler ist im Monarch ziemlich gut, weil man mit dem noch relativ viel Action machen kann, beziehungsweise bezogen auf Synchro, und er schützt dann halt auch vor den ganzen Eierdecks, die so rumlaufen auf einer DM. Genau, und da wir jetzt das Soul Charge haben, kommt der öfters auch mal gratis, ohne dass man ihn Normen sammeln muss. Genau. So. Dann wahrscheinlich das, was das Deck noch ein bisschen gepusht hat, sind die Hände. Man hat früher mal das Problem gehabt mit Monarchen, dass man entweder nur Tribute hatte oder entweder nur die Tributmaterialien. So hat man halt Spiele verloren. Und die Hände gleichen das halt aus. Wenn man nur Tribute hat, kann man die setten, ein bisschen stallen und zur Not auch Tributen. Wenn man